Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alaskan Road Truckers. Wir sind fast am Ziel. Wir sind wieder fast im Norden angekommen. Es regnet natürlich immer noch wie in der letzten Folge und ich würde sagen, wir fahren auch mal direkt weiter, weil ich weiß nicht, ob wir das in 6 Stunden tatsächlich zum Ziel hinschaffen. Wir kämpfen uns mal wieder hier auf die Straße zurück und dann geben wir auch direkt wieder Vollgas. Ja, wir haben nur so einen kleinen Break hier mal eingelegt, um die Folge, die letzte, zu beenden. Und jetzt sollten wir aber auf jeden Fall in dieser Folge unser Ziel im Norden erreichen. Leider wurde das Navi nicht mehr so ganz richtig angezeigt in der letzten Folge, aber wir haben das jetzt geklärt. Ich habe einfach das Ziel nochmal selber rausgesucht. Jetzt sieht es auch wieder besser aus auf der Map. Und wir haben nur noch 171 Meilen. Wir sehen also jetzt genau die Entfernung. Es ist aber genauso wie beim letzten Mal, oder? Als wir hier auch langsam im Norden angekommen sind, war es da nicht auch so regnerisch und vernebelt und wir haben eigentlich keine Weitsicht gehabt und so weiter und so fort. War da nicht auch irgendwas? Ich glaube ja. Na gut. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn wir dann auch angekommen sind, weil dann kriegen wir neue Punkte und vielleicht können wir mit diesen neuen Punkten ja irgendwas Neues leveln. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, was wir noch so für an Frachten finden im schönen Spiel hier. Ja, eigentlich ist es ja im Grunde genommen fast egal, was wir dann oben für eine Fracht mitnehmen. Natürlich wäre es am schönsten eine Lizenz B-Fracht, weil wir haben ja die Lizenz B mittlerweile für die Fahrten und können mal ein bisschen schwierigere Frachten mitnehmen. Wobei diese Fracht, die wir haben, die ist zwar so vom Fahren her recht easy, aber die wiegt ganz schön was. Und weil die ganz schön was wiegt, haben wir so ein bisschen mehr Probleme beim Bremsen und wenn wir da irgendwo die Kurven rutschen, drückt es natürlich auch noch mal ein bisschen mehr und. Ach, hier wäre jetzt ein Parkplatz gewesen. Ich bin da einfach von der Straße runtergefahren vorhin. Eieiei, hätte ich das gewusst. Naja, egal. Ja, und die B-Frachten, die sind halt allgemein, habe ich das Gefühl, ein bisschen länger und auch ein bisschen schwerer. Macht es natürlich dann auch ein bisschen unangenehmer bei den ganzen Kurvenfahrten. Wäre natürlich das Coolste, irgendwas Großes, Schweres in den Süden wiederbringen oder in die Nähe vom Hauptquartier wäre auch ganz cool. Weil vielleicht können wir ja auch bald wieder da irgendwas upgraden. Wir können ja gerade nochmal reinschauen hier, was unsere Fähigkeiten machen. Also, Persönlichkeit 750. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir die Persönlichkeit da hochleveln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. LKW-Fahren sind wir jetzt bei 517 von 1000 Punkten, bis wir den nächsten Punkt bekommen. Für die Lizenz C brauchen wir leider 2 Punkte. Das heißt, wir brauchen da ganz schön viele Fahrten. Also die XP, die sind schon echt ganz schön knauserig hier, wie man die verdient. Und wir haben einen weiteren Punkt. Wir haben einen weiteren Punkt. Die LKW-Werkstatt haben wir schon bereits erstanden. Wir könnten also eigentlich, ich finde fast die Reifenwerkstatt ein bisschen wichtiger. Aus dem Grund, weil wir im Winter halt auch noch andere Reifen aufziehen könnten. Ja, die ein bisschen mehr Grip im Schnee haben. Und wenn wir dann einfach bei uns ins Hauptquartier reinfahren, sparen wir uns natürlich Geld, wenn wir da einfach dann andere Reifen aufziehen. Komm, nehmen wir einfach mal das. Ja, finde ich gut. Ja, um da halt auch weitere Fähigkeiten freizuschalten, müssen wir halt auch noch ein bisschen mehr am LKW schrauben. Und jetzt merken wir gerade wieder das Gewicht vom Auflieger. Wir müssen uns hier hochkämpfen. Wir hatten jetzt auf der Fahrt einmal, glaube ich, dass der Kühler einen kleinen Defekt hatte. Ja, ist aber noch okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, durch das schwere Gewicht, durch die lange Fahrt und durch die Quälerei von dem LKW haben wir ein bisschen mehr kaputt, aber unser LKW ist top im Schuss, also wirklich. Und ja, ich habe ja eigentlich auch gedacht, als das Spiel rauskam, oh Gott, man wird hier ganz schön überfordert sein, weil man halt sich um so viele Sachen kümmern muss, wie Wartung vom LKW, um die ganzen Bedürfnisse, die man hat, halt Energie und Essen. Man muss die Aufträge halt raussuchen, die passenden und, man hat Zeitlimit. Ich habe auch gedacht, das wird alles ein bisschen viel. Aber man hat es wirklich in diesem Spiel eigentlich so gut abgemischt, dass man sagen kann, nö, es wird nicht zu viel. Alles voll in Ordnung. Man ist nicht wirklich gestresst. Ja, klar, man hat oben das Zeitlimit, aber selbst das, wenn man mit dem Schlafen einigermaßen gut timet und gut plant, hat man da auch keine Probleme mit. Ja, das Auto musste jetzt gerade mal kurz bremsen bei meinem waghalsigen Überholmanöver, aber ich möchte natürlich auch pünktlich ankommen, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir auch nochmal einen kleinen Powernap machen, aber ich glaube nicht, weil wir haben es nicht mehr so weit bis zum Ziel. Kommt das Auto entgegen oder fährt es weg? Es fährt weg. Gut, ich habe schon gerade kurz Panik bekommen. So. Ich trau mich nicht so ganz. Ich glaube, da vorne kommt nämlich ein Auto entgegen, oder? Da vorne ist Licht. Jo. Richtig gesehen. Glück gehabt. Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. So, das Gewicht merkt man gerade wieder. Müssen wir mal einen Gang runterschalten.
Ja, für alle, die neu sind in dem Let's Play oder auch auf dem Kanal, ich spiele mit meinem alten Logitech G25. Leider habe ich mit dem Lenkeinschlag ein bisschen Probleme. Das Spiel erkennt meistens nur 180 Grad insgesamt. Ist ein bisschen wenig. Normalerweise könnte das Lenkrad 900 Grad, aber interessiert das Spiel irgendwie lustigerweise nicht so ganz. Und ich schalte selber. Ja, also ich spiele hier mit H-Schaltung vom G25. Die Belegung ist genauso, wie es rechts auf dem Monitor angezeigt wird. Das heißt, oben links, wo normalerweise der erste Gang ist, ist der erste Rückwärtsgang bzw. Rückwärtsgang. Wo der zweite Gang normalerweise wäre, ist der L1. Ich denke mal, das steht für Lastengang 1 oder sowas in der Art, keine Ahnung. Und ja, ansonsten ist ja alles, glaube ich, eigentlich selbsterklärend. Genau, ja, ich kann ja halt mit dem Schalter umschalten, welchen Gang wir gerade wählen würden, wenn ich den H-Schalter benutze. Ja, das, was grau hinterlegt ist, ist quasi das, was gerade ausgewählt wird, wenn ich schalte, jetzt zum Beispiel den achten Gang. So, bei der achte Gang schon wieder ziemlich brenzlig ist eigentlich, aber das kriegen wir schon hin. So, noch 85 Meilen, 5 Stunden. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, das ist machbar, das kriegen wir hin. Aber es ist jedes Mal, wenn wir hier oben irgendwie sind, habe ich das Gefühl, dass es regnet. Es regnet eh noch viel zu häufig, finde ich. Da, wir sind im Sommer unterwegs. Es ist Sommer. Es regnet fast die ganze Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt im letzten Update hat man das angepasst mit dem Wetter. Oder man will es anpassen. Kann auch sein. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Keine befestigte Straße und so. Schlechte Sicht. Viele Autos. Aquaplaning. Aber ich glaube, man hat auch so ein bisschen an der Geschwindigkeit von den Fahrzeugen geschraubt, oder? In den letzten Versionen. Übrigens spielen wir immer noch mit dem Update oder mit der Update-Version 7. Heißt wahrscheinlich, bis dieses Video rauskommt, gab es schon wieder 2-3 weitere Updates vom Entwickler. So, hier können wir überholen. Das kriegen wir hin. Jetzt haben wir gerade Schwung drauf. Bedenkt, mit 52 km/h fahren wir hier über so einen Matschweg. Während es regnet und nass ist. Geisteskrank! Was willst du machen? Das soll ja auch, glaube ich, bald auch oder nächstes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, da hat man schon mal die Demo von gespielt oder so ein Prolog. Ein Spiel rauskommen, wo man mit dem LKW durch Australien fährt. Da bin ich auch mal mega gespannt drauf. Das könnte genauso cool werden wie das hier. Oh, 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 oh. Au, au. Ich kann halt nicht so gefühlvoll lenken. Mit nur 180 Grad Lenkeinschlag ist es irgendwie schwierig. Gerade bei so engen Kurven, dann, wenn du einmal so einen Ruck machst, dann kann es passieren, dass dein LKW geradeaus durchmarschiert. Wir sind aber verdammt gut in der Zeit. Wirklich. Also wir hatten ja schon... Also die Fahrt von Norden in den Süden runter, die war die schlimmste. Da hatten wir wenig geschlafen vorher, wir waren nicht ausgeruht. Das war echt eine heftige Fahrt. Dann hat das Navi ja noch gesponnen. Oh, 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 da muss auch das Spiel kurz ruckeln. Die Kurve war ein bisschen arg hart gerade bei dem Wetter. Da hat das Spiel nochmal ganz kurz über die Physik gerade nachgedacht, was jetzt passieren soll. Ich habe jetzt gedacht, wir marschieren einfach geradeaus weiter. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind angekommen. Endlich wieder im Norden. Boah, es ruckelt aber gerade mächtig. Da bin ich mal gespannt, welche schönen Aufträge wir hier finden. Boah, Motor. Da gehen wir dann erstmal hin. Da gehen wir dann erstmal hin. Wenn wir den Auftrag abgegeben haben, gehen wir erstmal kurz ins Bettchen. Schön erholen. Wo muss ich rein? Hier vorne, oder? Ich glaube ja. Jetzt
könnte es aber doch langsamer aufhören mit dem Regnen. Das wäre ganz schön. Da sind wir. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wie muss ich hier hin? Da kann ich so einfach hin. Okay. Oder da vorne rückwärts. Ja, ich mag das eigentlich. Da rückwärts würde ich mehr mögen, als hier wieder so an den Zaun mich ranzutasten, ehrlich gesagt. Aber gut, kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Gehen aber in den R1. Fahren wir erstmal so. Wir können auch gerade die Spiegel mal komplett einblenden. Aber Spiegel sieht man halt nicht ganz so viel. Mir wurde aber gesagt, man kann auch irgendwo eine Rückfahrkamera aktivieren. Aber keine Ahnung. Getriebe hat... Sehe ich jetzt nichts zu. Also mit irgendeiner Taste kann man das angeblich aktivieren. Ich weiß es aber nicht. Leuchten, blinken, Hupe, Lenkrad blockieren, hochschalten, draußen blenden, links, Radio an, aus, Scheibenwischer, Center-Kamera. Nö. Also ich sehe da nichts von. Keine Ahnung. Machen wir es einfach mal so. Sind wir auf der sicheren Seite. Machen wir unsere Fracht nicht kaputt. Ah, wir sind ein bisschen schräg gekommen, aber passt. Passt. Ziel erreicht. Gott, Feierabend. 4 Stunden zu früh. Wir hätten noch 4 Stunden schlafen können. 4 Stunden hätten wir noch schlafen können. So, Licht aus, Scheibenwischer aus. Wollen ja die Batterie schon. So, gehen wir den Auftrag ab. Achso, erstmal. Ja, ich spiele jetzt schon wieder stundenlang, deswegen kann man auch mal was vergessen. Gut. Runtergekurbelt haben wir. Können. Achso, erstmal wieder die Verbindung hier trennen. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 22:06 Uhr. Das heißt, es wird gerade Nacht. Es wird gerade Nacht. Alle Kabel getrennt. Wunderbar. Dann können wir hier den Auflieger trennen. Perfekt. Hallo, ich habe da was für dich. 17.205 kriegen wir. Ankunftszeit, wir haben so lange gebraucht. Alles noch machbar. Wir hatten 4 Stunden 49 noch Zeit. Nichts kaputt gegangen. Season Premium kriegt man wahrscheinlich dann nur im Winter. Und das wird wahrscheinlich gar nicht so wenig sein, wenn man im Winter sich hier hinquält. Auftrag abgeschlossen, wunderbar. Dann würde ich sagen, springen wir gerade mal ganz kurz ins Motel. Ruhen uns aus und suchen uns dann einen neuen Auftrag. Oder? Klingt nach einem Plan. Gut, LKW anschmeißen. Scheibenwischer sollte man auch wieder anknipsen. Ich hoffe, wir haben irgendwas Cooles. Mit Lizenz B. Wäre ganz angenehm. Hätte ich Bock drauf. Geld haben wir genug. Ich bin mal gespannt, was dann weitere LKWs kosten. In der höheren Klasse. Könnt ihr auch gerade mal gucken, was die Punkte machen. Punkte haben wir 796 jetzt, wenn man halt bedenkt, für 1,5 Stunden Fahrt oder keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat, so ungefähr, kriegt man gerade mal so 200 Punkte oder so dazu. Das ist schon echt mies, wenn man dann halt dann noch bedenkt, ja, hier braucht man 2 Punkte. Und die Punkte werden pro Punkt, was man kriegt, glaube ich, mehr, die man braucht. Ja, ey, da brauchst du 2 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt, 1 Punkt, 3 Punkte, 3 Punkte, 3 Punkte. Wie viele Jahre soll man eigentlich hier im Spiel durch die Gegend fahren, damit man auch mal alle Sachen freigeschaltet bekommt? Frage ich mich manchmal. Ich finde die Punkte ein bisschen wenig. Gerade für so Strecken halt. Da müsste, was weiß ich, 500 Punkte. Man ist hier stundenlang unterwegs. Da kann man auch viele kleine Fahrten machen. Da kriegst du jedes Mal 100 Punkte. Da hast du in einer halben Stunde, hast du dann wahrscheinlich alles verdient. Brauchst du kein anderes Geld mehr. Oder brauchst keine anderen Fahrten mehr. Also es steht nicht so ganz im Verhältnis, diese weiten Fahrten mit den kurzen, finde ich. So, ich bleib einfach gerade mal so stehen. Aber wie gesagt, du kriegst pro Fahrt, egal wie lang die ist, mindestens 100 Punkte. Mindestens 100 Punkte. Und wenn du dann natürlich
Fahrten hast, die vielleicht doch von einem Dorf ins nächste sind, dann bist du da wirklich 10 Minuten unterwegs oder 20 oder 15 Minuten und hast du 100 Punkte. Dann nimmst du die nächste Fahrt an, 15 Minuten, hast du nochmal 100 Punkte. Dann hast du schon fast den Wert erreicht, was wir jetzt hier für 1,5 Stunden haben. Das ist nicht ganz so im Verhältnis. 5 Stunden sind wir bei 99%. Das ist okay. Sehr schön, wir sind ausgeruht. So voll hatten wir unsere Energieanzeige lange nicht mehr. Warum leuchtet mein Bremslicht? Ich habe doch das Licht ausgeschaltet. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier für schöne Aufträge? Machen wir erstmal alles aus, dann sagen wir hier Logistikstandorte. Was haben wir hier hinten? Nichts für uns. C und D. Ja, das, bis wir, oh Gott, bis wir D haben, ist wahrscheinlich 2027 oder so. Aber defektes Bohrgerät hier, 25.000. Trillmaster Industry, 25 Stunden Fahrt, das ist wahrscheinlich komplett im Süden. Müll, 13.000. Ja, ist langweilig, Müll. Metallrohre, Klasse B, PH Refinery Incorporation. Das wäre bei uns beim Hauptquartier, da könnte man theoretisch hin. Dann könnte man nach unseren Reifen mal schauen. Beziehungsweise die Reifenwerkstatt bauen. Zisterne hätten wir hier. 221 XP wäre auch bei uns beim Hauptquartier. So, hier sieht man es jetzt zum Beispiel. Auftrag hier, 47 Minuten Ingame-Zeit. Pumpstation 1, Pumpstation 1 ist wahrscheinlich, keine Ahnung, hier. Nee, das ist die 2. Wo ist die 1? Wo ist die 1? Ist die 1 sogar hier oben vielleicht noch? Ja. Das heißt, von hier bis da eine Fracht bringen, hat man 100 Punkte. Da brauchst du keine 5 Minuten für. Da ist das Längste, was du wirklich brauchst. Das Längste, was du da brauchst, ist das Anschließen von dem Auflieger. Und wenn man dann halt bedenkt, dass eine Fahrt von hier oben bis da unten nur 200 Punkte bringt, wo du 1,5 Stunden unterwegs bist, hier 5 Minuten 100 Punkte und 1,5 Stunden 200 Punkte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht im Verhältnis. Das passt nicht. Ja, oder hier 244 Punkte, um von hier bis zu PH Refinery. Das ist aber auch schon... PH Refinery ist hier unten irgendwo. Da. Irgendwo hier. Nee, wobei. Nicht hier. Oder doch? Hauptquartier? Wo ist das Hauptquartier? Ist hier. Das ist auch fast ganz unten. Ja, das ist fast ganz unten. Wer kriegt 240 Punkte knapp? Bist du auch 1 Stunde 10 unterwegs oder so? Das passt nicht so ganz. Also wenn man wirklich schnell leveln möchte... Das will ich aber im Let's Play nicht machen. Auftrag annehmen und hier die ganze Zeit hin und her pendeln. Ja, es ist Auftrag B, 105 XP. Man kriegt nicht Geld, also man kriegt kein Geld dafür. Du kriegst aber verdammt viele Punkte fürs Nix-Tun. Eigentlich müsste man den Bohrer-Auftrag mal machen. Weil wir dann mal einen Bohrer transportiert haben, da hätten wir auch wieder mehr Punkte. Weil wenn ich jetzt von Norden hier komplett in den Süden runterfahre, habe ich mit Glück... dann erst das nächste Level erreicht. Wollen wir einfach mal den Bohrerauftrag machen, dass wir den Auftrag mal gemacht haben, oder wollen wir direkt was Großes annehmen? Aber eigentlich, ich finde dieses Ankuppeln und so weiter immer ein bisschen nervig, deswegen würde ich fast sagen, wir nehmen einfach was anderes an und was sich wirklich lohnt. Wie zum Beispiel die Metallrohre. Die finde ich eigentlich ganz cool. Metallrohre kriegen wir nicht ganz so viel Geld für, ist auch fast runterfahren. Ja, kriegen wir 219 Punkte nur für. Ist echt nicht viel. Aber würde ich gerne annehmen. Ach, jetzt funktioniert das auf einmal wieder mit dem Auswählen. Und Ziel markieren, alles klar. Markierung stimmt aber nicht so ganz. Ah, das ist direkt hier. Das ist direkt hier. Ja gut, dann nehmen wir von hier die Metallrohre mit. Das war ja auch ein B-Auftrag, glaube ich, gell? Müssen wir nochmal nachschauen. Ah, ist wahrscheinlich da drüben. Gehen wir gerade mal einfach hier rüber. Spazieren wir mal hier hin. Der LKW ist da hinten schön geparkt. Metallrohre. Hallo. Schönes Fenster haben sie. Metallrohr, genau. Klasse B. Heißt, wird eine richtig schöne Herausforderung. Wird auch schön schwer. Wobei ist hier Schwierigkeit easy. Anhänger steht gar nicht beschrieben, welcher. Nehmen wir einfach den mal. So. Bringen wir... Ups. Durch das Geruckel guckt man manchmal in irgendeine komische Richtung. Also das ist auf jeden Fall unser Auflieger. Alles klar. Dann hole ich mal schnell den LKW.
Ja, aber das war jetzt das perfekte Beispiel, um mal zu zeigen, dass das mit diesen Punkten, die man verdient, nicht wirklich fair ist. Gerade wenn du so einen auf Fernfahrer machst, dann müsstest du wirklich dermaßen Punkte rotzen können. Und kannst du halt hier nicht. Aber das als das Spiel rauskam, war das, glaube ich, noch so, du hast für jeden Auftrag einfach nur 100 Punkte bekommen. Da war das noch schlimmer. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht gelevelt in den ersten 10 Folgen. Was halt auch echt schade ist. Da haben wir viel Zeit für wenig Punkte vergeudet. Und jetzt ist es halt immer noch zu wenig. Das ist halt immer noch zu wenig. Haben wir gerade einem Auto schön die Vorfahrt genommen, finde ich gut. Da ist der Auflieger. Den hängen wir dran. Ja, das kann ich vielleicht mal so nebenbei machen, wenn irgendwann wirklich, wenn ich da schneller vorankommen möchte, dass ich so kleine Fahrten mache, da bist du halt dann wirklich fast die ganze Zeit nur an Ankuppeln, Leitungen anbringen und so ein Zeugs machen und dann fährst du 2 Minuten, dann tust du es wieder abhängen, dann drehst du wieder rum, fährst wieder so einen kleinen Auftrag. Das macht mir persönlich keinen Spaß, da bin ich lieber so für längere Fahrten, da hat man mehr von, hast du mehr Spaß, siehst du mehr vom Spiel, erlebst mehr, lernst die Landschaft kennen und. Gut, da stehen wir hier, Handbremse ist gezogen, Lichter lassen wir an, Motor muss ich ausmachen, darf ich nicht anlassen, während ich hier die Sachen anschließe. Das ist unser Auflieger. Also der ist nicht größer als der andere, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, warum das dann halt hier Klasse B ist, vielleicht ist er schwerer. Wahrscheinlich noch ein Ticken schwerer. So. Grün zu grün. Rot zu rot. ...840 Meilen sind. Das wird 200 irgendwas XP, die wir kriegen. Das ist eigentlich ein Witz. Geld kriegen wir 10.000 rum, das ist okay. Also Geld, ja, verdienst du mit den weiten Fahrten auf jeden Fall mehr eigentlich. Aber, ja, Punkte wären halt gut, weil sonst kannst du nichts ausbauen, du kannst keine anderen Frachten bekommen und so weiter und so fort. Also die Punkte sind aktuell mehr wert als als das Geld. Weil was bringt dir das ganze Geld? Man sieht es ja jetzt bei uns hier im Let's Play. Wir haben einen Arsch voll Geld. Ich weiß es gar nicht, wie viel. 60.000, 70.000. Sehe ich das hier irgendwo? 72.000. Was kann ich damit machen? Ich kann mir keinen LKW kaufen. Ja, weil ich hier keine Punkte habe. Ich kann mir hier nichts kaufen, weil ich hier aktuell noch keine weiteren Punkte habe. Ich kann hier nichts anfangen, weil ich keine weiteren Punkte habe. Dafür brauche ich eh kein Geld. Ich brauche das Geld eigentlich nur hier und hier. Da kann ich jetzt die Reifenwerkstatt bauen. Die kostet 5.000. Da habe ich immer noch um die 67.000. Ja, und LKW, bis ich mir den kaufen kann, da brauchen wir einen Punkt. Das dauert auch noch mindestens 2 Stunden, bis ich mir vielleicht das hier leveln könnte. Aber ich würde mir eigentlich fast wirklich lieber das hier ansparen. Da brauchen wir aber nochmal ungefähr 2 Wochen für. Weiß ich nicht. Das ist noch so ein bisschen schwierig. Da würde ich mir noch mal so ein bisschen wünschen, dass es überarbeitet wird. Ich meine, es ist schon mal der erste Schritt gewesen, dass die Fahrten jetzt unterschiedliche Punkte bringen. Vielleicht, bis diese Folge rauskommt, vielleicht hat der Entwickler da auch dann schon wieder was rumgerührt. Ich muss ja, wie gesagt, immer im Voraus aufnehmen. Und es ist jetzt ungefähr über eine Woche, was ich hier aufnehme. Also, wann ich hier aufnehme, wann die Folge rauskommt. Ich nehme heute am 27. Oktober auf mit der Update-Version 7. Und vorauskommen tut diese Folge wahrscheinlich am 6.11. Also es ist doch verdammt lange hin, aber ich muss momentan halt viel vorproduzieren, weil ich sonst anders zeitlich nicht dazu komme. Und ja, ich würde sagen, man merkt bei dem LKW auf jeden Fall wieder das Gewicht. Aber ansonsten, so vom Fahren her, der Auflieger ist nicht länger als der andere. Also wir haben noch ein bisschen mehr Gewicht drauf, glaube ich, als der letzte Auflieger. Aber ansonsten alles gechillt. Ja, Rückfahrt haben wir wieder gutes Wetter. Das ist jetzt auch, das hatten wir beim letzten Mal auch gehabt. Genau das hatten wir beim letzten Mal auch. Ich muss mir noch gerade ein Foto machen mit der Fracht. Bremsung, Vollbremsung. Ist halt gerade noch so ein bisschen mitten in der Nacht. Wir haben 4.19 Uhr. Boah, 7. Gang anfahren ist ein bisschen schwer. 5. Gang geht. Deswegen, weil eigentlich LKW
theoretisch bräuchten wir noch keinen weiteren LKW. Der schafft das hier. Ja, der kämpft, wenn es aufwärts geht, kämpft er ein bisschen, aber der schafft das. Ich denke mal, der würde auch noch die C-Fracht schaffen und er würde auch noch die D-Fracht schaffen. Deswegen wäre es eigentlich, also ich persönlich würde es sinnlos finden, jetzt einen anderen LKW zu kaufen, der vielleicht ein bisschen mehr Power hat. Für was? Ja, aber damit wir wenigstens überhaupt irgendwas freischalten mit den Punkten, ist es natürlich schöner, wenn wir dann auch mal in einer Folge einen anderen LKW sehen können. Aber andere Frachten wären mir lieber. Aber bis wir dann da was freischalten würden, vergehen halt wirklich noch Wochen. Deswegen, da muss ich mir was überlegen. Vielleicht, dass ich wirklich im Urlaub dann mal so zwischenzeitlich hier Frachten fahre. Ja, kurze Strecken, 5 Minuten Fahrt, anhängen, abliefern, Punkte kriegen, anhängen, abliefern, Punkte kriegen. Dass man das dann irgendwie so macht, damit man dann vielleicht nach dem Urlaub, wenn ich dann neue Folgen aufnehme, bei Version 10 bestimmt schon oder 11 oder keine Ahnung, dass das dann, ja, da wenigstens ein bisschen vorwärts geht mit anderen Frachten. Muss mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Erstmal für einen weiteren LKW sparen, eine andere LKW-Klasse, ja, mehr Power dahinter und so weiter. Oder ob es euch auch wichtiger wäre, andere Fracht zu kriegen, solange es der LKW noch schafft. Mein klar, C-Frachten wird dann wahrscheinlich schon nochmal eine ordentliche Stufe mehr Gewicht sein, wahrscheinlich auch eine etwas ordentlichere Größe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der LKW das dann überhaupt nicht mehr schaffen würde. Man könnte es ja so machen, vielleicht ist es ja auch so im Spiel gemacht, wenn man dann vielleicht mit einem kleinen LKW große Frachten transportiert, dass der eher kaputt geht. Oder der Motor irgendwie einen Schaden nimmt oder keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, inwiefern das hier umgesetzt ist oder was hier umgesetzt wurde. Aber das wäre eigentlich ganz cool, wenn ein LKW mit irgendwas überfordert wäre, dass der dann Schaden nehmen würde oder mehr Schaden nehmen würde. Nicht wundern, dass wenn ich den Scheibenwischer per Tastatur einschalte, dass ich dann erstmal eine kurze Zeit nicht lenke. Das ist auch noch so ein Fehler, sobald man auf die Tastatur umswitcht, geht erstmal die Steuerung weg vom Lenkrad und man muss dann erst wieder das Lenkrad bewegen, ganz hart, dass da quasi wieder eine Lenkbewegung folgt. Und das Gas auch wieder angenommen wird. So, jetzt. Das ist jedes Mal ein bisschen riskant. Deswegen lassen wir den Scheibenwischer jetzt lieber mal an. Man sieht es ja auf gerader Strecke, wir sind gerade im Begrenzer drin, 56. Also der LKW, der schafft dann schon noch Tempo, auch mit einer B-Fracht. Metallrohr, gar kein Thema. Gar kein Thema. Sind wir aber schon bald am Ende vom Sommer. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal vom Sommer in den Herbst übergeht oder ob wir wieder zum Frühling zurückspringen. Ich würde es mir echt wünschen. Ich würde so gerne den Winter hier sehen. Ich würde so gerne mal das Fahrfeeling vom Schnee hier sehen oder spüren. Aber ja, eigentlich wären wir schon längst auch im Winter gewesen, aber ja, Bug und so, Fehler. Leider nicht. Ich will dann gleich mal auf die Map schauen, ob wir irgendwo in der Nähe einen Rastplatz haben oder so, weil wir sind schon wieder bei einer halben Stunde bald. Dass wir dann einen schönen Parkplatz haben, wenn wir die Folge beenden. Hier im Norden, wir sehen am Rand so ein ganz leicht Schnee, ganz leichte Schneeschicht, aber das macht sich noch nicht wirklich bemerkbar. Das ist noch nicht spürbar. Oh, hier ist ein Parkplatz. Hier ist ein Parkplatz. Parken! Wunderschön. Kommen wir noch zum Stehen? Jawohl. Bisschen spät gesehen durch das Wetter.
Na gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit unserer Fahrt zurück in den Süden, beziehungsweise zurück zum Hauptquartier. Dann können wir da die Reifenwerkstatt und so weiter bauen. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Gerne auch, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, bei Instant Gaming kaufen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Die nächste Folge von diesem Spiel wahrscheinlich, die ich aufnehme, die wird wahrscheinlich dann wieder mit einer neueren Version sein. Nur schon mal so als kleine Info, weil ich jetzt erstmal aufhöre aufzunehmen. Für heute. Und dann ja. Sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Euer Tommy. Tschüss.